mache es in der Regel so, der Patient kriegt Informationsmaterial, möglichst von Leuten verfasst, die ihn als einer Sprache getan haben, die er auch versteht, die auch einfach ist. Und dann soll er sich das erstmal in Ruhe durchlesen. Da gibt es natürlich heutzutage noch andere Medien. Man kann sich im Internet informieren, man kann sich bei Patientenverbänden informieren. Das sollte der Patient auch machen. Und dann empfehle ich den Patientinnen und Patienten immer, dass sie ihre Fragen dezidiert nochmal aufschreiben und sich hier insbesondere klar machen, was bedeutet das für mich? Das sind ja die Patienten, haben ja, jeder hat eine andere Lebenssituation. Jeder hat eine andere Ausgangssituation. Und die müssen die Fragen vorher zu Hause sich überlegen und aufschreiben. Denn oft ist es so, man sitzt beim Arzt, dann hat er einen weißen Kittel oder es piept dauernd oder dann kann man sich doch nicht so konzentrieren, weil man hat dann Angst oder wird doch beeinflusst. Und dann vergisst man das und dann geht man raus und sagt, um Gottes Willen, das hatte ich noch Fragen. Also es ist nicht so, dass die Patienten, die aufgeklärt sind, für einen Arzt ein Problem darstellen. Ganz im Gegenteil, sondern das sind die Patienten, die besonders gut sind. Und jeder Patient, der engagiert ist, der hinterfragt, der auch mal die Ärzte in Zweifel stellt, das kann man durchaus machen, ist derjenige, der am Ende aller Tage wahrscheinlich auch einen besseren Krankheitsverlauf hat, jetzt bezogen auf die chronisch kranken Patienten.